Ich möchte euch heute eine weitere Tarp-Aufbauvariante zeigen. Ich werde euch zeigen, wie man aus diesem 3x3 Meter Tarp ein Tipi selber zusammenbauen kann. Und als erstes, was man machen muss, ist den Tarp auf den Boden zu schmeißen. Jetzt breitet man den Tarp aus. Jawohl, so sieht das voll cool aus. Jetzt braucht man 3 Heringe. Und den einen Hering, den macht man hier hinten dran. Man spannt diese eine Ecke hier zusammen. Genau, den rammt man auf den Boden rein. Und dann diese Ecke hier. Und dann nimmt man diese Ecke und diese Ecke. Die nimmt man zusammen mit dem Hering und spannt die auch hier dran, sodass man so ein Dreieck hat. Weil ich bin ein richtiger Dreizack. Deswegen soll das so ein Dreieck sein. Und jetzt nimmt man hier diesen diesen Trekkingstock. Und den spannt man da drunter so hoch irgendwie. Genau, so wie ich das jetzt mache. So sollt ihr das auch machen. Man geht hier in diesen Schnitz rein und klettert da rein, um das hochzuspannen. So, fertig ist das Tipi. Das habe ich genau so gemacht. Das sieht richtig geil aus. Und das ist vollkommen sturmgeschützt und windgeschützt und sowas. Diesen Tipi kann ich nur empfehlen. Wir gehen einmal ganz kurz in diesen Tipi rein, damit ich euch das drin zeigen kann, wie das aussieht. Dieser sturmgeschützte Zelt. Oder Tarpaufbauvariante heißt das, genau. Genau, man klettert genau hier rein. Genau, und so sieht das von innen aus. Das ist der Trekkingstock, der das Ganze hält. Und genau hier könnte man seine Isomatte hinlegen und einfach hier drunter schlafen. Und man wäre komplett geschützt. Das ist richtig geil. Und das hier, das ist der Eingang. Der Eingang ist auch komplett zu. Und ja, ist auch super für eine Person. Da könnte man, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt, wo ich jetzt hier liege, könnte man jetzt hier vorne den ganzen Gepäck hinlegen. Oder wenn man weniger Gepäck hat, dann kann sich auch eine zweite Person hier hinlegen. Und ist auch geil. Ist ein geschützter, sturmgeschützter Tarp-Aufbau-Variante. Das wollte ich euch beigebracht haben. Und ich bin eine richtig versüffte Content-Kreatur. So ein Tipi rockt, das ist richtig geil. Ich mag das. In diesem Video zeige ich euch eine weitere Tarp-Aufbau-Variante, und zwar wie ein C-Frame funktioniert. Das ist eine richtig geile Tarp-Aufbau-Variante, auch mit Tracking-Stecken. Deswegen gebt euch das.